Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir ein Fortsetzungsvideo zu einem Video, was wir letzte Woche gemacht haben. Und zwar folgendes. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, lohnt sich der Kauf von VXX-Calls oder von Calls auf den VIX? Und wir hatten ja so die Antwort, jein, eigentlich lohnt sich nicht so richtig, weil du eben immer ein paar Dinge hast, die dagegen sprechen. Und jetzt kommt ein sehr schlauer Kommentar dazu. Und zwar, also ich meine das jetzt völlig unironisch, sondern wirklich ganz ernst, nämlich da hat dann Zuschauer gefragt, naja, aber wenn sich der Kauf von solchen Calls nicht lohnt, dann müsste sich doch im Umkehrschluss der Verkauf dieser Calls lohnen. Und ob das so ist, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. So, ganz kurz nochmal die Perspektive gewechselt und jetzt können wir über das Thema sprechen. Also, lohnt es sich, Calls auf den VXX, auf den VIX, lohnt es sich, diese zu verkaufen? Also pauschal kann man sagen, lohnt sich der Verkauf von Calls auf die Volatilität? Und wenn ich so darüber nachdenke und die Prinzipien von Volatilität verstehe, dann muss ich sagen, jawohl, übergeordnet lohnt es sich also langfristig betrachtet, wenn man Call-Optionen auf die Volatilität verkauft. Jetzt muss man natürlich ein paar Einschränkungen machen und sagen, was bedeutet denn, lohnt es sich langfristig? Also bedeutet denn langfristig lohnenswert, dass das immer ein automatischer Gewinner ist? Und da werdet ihr natürlich wissen, nein, das ist es selbstverständlich nicht. Also ein automatischer Gewinner ist es natürlich nicht. Es ist langfristig betrachtet ein automatischer Gewinner. Aber da wir hier mit Derivaten handeln, muss man natürlich ein paar Dinge beachten. Ich will euch zuerst noch ein anderes Beispiel geben. Lohnt es sich langfristig am Aktienmarkt zu investieren? Und da wird jetzt jeder von euch hoffentlich sagen, ja, na klar lohnt sich das. Es lohnt sich langfristig am Aktienmarkt zu investieren, weil trotz aller Schwankungen wirst du damit langfristig eine hervorragende Rendite erzielen und wenn du es lange genug machst, auch aus sehr kleinem Geld sehr großes Geld machen. Nichtsdestotrotz wird es ja aber die Phasen geben, wo du teils erhebliche Verluste auch mal zwischenzeitlich erleiden wirst. Ne? Also da gibt es solche Situationen wie vielleicht jetzt im Februar 2018, wo der Markt bei 10%, 12%, 13% einbricht. Es gibt aber natürlich auch so Zeiten wie die Finanzkrise 2008, 2009, wo der Markt eben fast 50% eingebrochen ist. Und das kann ja natürlich immer passieren. Kannst du daran pleite gehen? Eventuell. Wenn du ohne Hebel arbeitest, dann kannst du nicht daran pleite gehen. Ne? Also wenn du 10.000 Euro investierst und der Markt fällt 50%, du hast keinen Hebel auf den Markt, naja, dann verlierst du eben 50%, genau wie der Markt, und wirst am Ende, wenn es wieder nach oben geht, auch entsprechend wieder mit profitieren. Das heißt, damit kannst du nicht pleite gehen. Wie sähe es jetzt aber aus, wenn du mit hohem Hebel arbeiten würdest, also 5, 10, 20, 100, ne, was auch immer da alles so gemacht wird, kannst du dann pleite gehen? Ja, dann kannst du sehr wohl pleite gehen, weil eben der Hebel sowohl nach oben als auch nach unten wirkt. So, und das ist der Punkt, den wir einfach auch beim Verkauf von Call-Optionen auf die Volatilität beachten müssen. Call-Optionen sind Optionen und Optionen sind Derivate und denen wohnt immer ein gewisser Hebel inne. Das heißt also, wir müssen jetzt natürlich ganz klar aufpassen, es wird immer mal wieder zu sehr, sehr starken Anstiegen der Volatilität kommen. Und wenn du eben dann einen zu hohen Hebel in deinem Portfolio hast, dann wirst du Geld verlieren. Ob das jetzt so ein Extremereignis ist wie im Februar diesen Jahres, wo die Volatilität vom November bei knapp unter 9 bis auf über 50 angestiegen ist, ne, wo die Vola innerhalb von ein, zwei Tagen wahnsinnig explodiert ist, oder ob das ein langsamer Anstieg ist, das spielt erstmal gar keine Rolle. Aber wenn eben die Volatilität ansteigt, wenn die Volatilität explodiert, dann kannst du Verlust erleiden, wenn, und das ist der entscheidende Punkt, wenn deine Position zu groß im Verhältnis zu deinem Konto ist. Das heißt also, wenn du jetzt, wir machen mal eine ganz einfache Formel, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe auch wieder 10.000 Euro und ich verkaufe Call-Optionen im Wert von 1.000 Euro pro Monat, dann machst du 10% Rendite. Das wird viele, viele Monate wahrscheinlich gut gehen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo es dein Konto zerreißt. Das heißt also, was musst du machen? Du musst deine Position entsprechend klein machen, weil eines Tages wird der Punkt kommen,
wo die Volatilität über Nacht explosionsartig ansteigt. Und da ist es dann auch relativ egal, ob du dann Call-Optionen auf den VXX, auf den VIX oder was auch immer hast. Ne? Also die Vola wird explosionsartig ansteigen und deine verkauften Call-Optionen werden sich vervielfachen. Das ist ein Rückschlag. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dein Konto nicht über Hebel hast, wenn du deine Position nicht über Hebel hast, wird sich das trotzdem langfristig für dich lohnen und das macht Sinn, das Ganze weiterzumachen. Das ist also der Punkt, den du auf jeden Fall beachten wirst. Und jetzt kannst du natürlich ein bisschen hergehen und kannst genau wie in dem Beispiel mit dem Aktienmarkt natürlich versuchen, das Ganze ein wenig zu optimieren. Also, niemand musste einen 50-prozentigen Verlust in der Finanzkrise 2008 mitmachen. Warum? Weil irgendwann hat der Markt eben sehr, sehr stark gedreht. Man hat das gesehen. Das ist ja auch ein Prozess, der sehr lange gedauert hat. Also die Finanzkrise hat fast 2 Jahre lang gedauert, bis der Markt dann auch seinen Tiefpunkt gefunden hat. Und das heißt, in dieser Zeit kannst du schon mal irgendwann den Stecker ziehen und sagen, okay, ich hedge mich, ich gehe ein bisschen raus aus dem Markt. Das heißt, diesen ganz großen Einbruch wirst du nicht mithaben. So ein schneller Einbruch, wie er manchmal passiert, ne? Also diese 10%, die tun ja fast noch viel mehr weh. Warum? Weil es so schnell passiert. Da ist es fraglich, ob du das Timing immer schaffst. Ne? Und deswegen sind ja auch Timing-Ansätze für die meisten nicht so sehr erfolgreich, sondern da ist es eher die Langfristigkeit, die erfolgreich ist. Beim Verkauf von Call-Optionen auf die Volatilität ist es ähnlich. Also ein langsamer Anstieg der Volatilität, der wird dir nicht wahnsinnig wehtun. Warum? Das bekommst du mit, da kannst du deine Position entsprechend anpassen. Der schnelle, aus dem Nichts herauskommende Anstieg der Volatilität, der tut schon weh und das musst du eben dann entsprechend einbeziehen. Aber, um auf die Anfangsfrage zu kommen, lohnt es sich, Optionen, entsprechend jetzt hier Call-Optionen auf die Volatilität zu verkaufen? Definitiv. Warum? Wir haben das ja im letzten Video schon angesprochen, weil eigentlich alles, was der Käufer gegen sich hat, hast du für dich. Also das heißt, wenn der Käufer einer solchen Call-Option Zeitwertverlust gegen sich hat, dann ist das etwas, was du als Verkäufer dieser Option als Pluspunkt abhaken kannst. Ne? Der Zeitwertverlust arbeitet für dich. Du hast eine Option verkauft, die jeden Tag ein bisschen weniger wert wird. Und damit ist das ein positives Element für dich. Genauso schaut euch nochmal das letzte Video an, diese Terminstrukturkurve, die wir gezeigt haben. Wenn du eben Optionen verkaufst mit einer etwas längeren Laufzeit und es kommt zu keinem Anstieg der Volatilität, dann kommt eben die Futures kommen eben dann runter. Damit entsprechend verringern sich auch die Call-Optionen und also verbilligen sich und damit hast du als Verkäufer auch wieder einen Vorteil. Ne? So dass man also grundsätzlich diese Frage, lohnt sich der Verkauf von Volatilität, lohnt sich der Verkauf von Call-Optionen auf die Volatilität mit Ja beantworten kann. Man muss allerdings die Einschränkung machen, dass es nichtsdestotrotz immer mal wieder Rückschläge geben kann und auch geben wird und wie hoch diese Rückschläge sind. Also ob dieser Rückschlag dich in diesem Geschäft weitermachen lässt oder ob dieser Rückschlag dazu führt, dass dein Konto ausgelöscht wird, das ist weniger der Tatsache geschuldet, dass die Volatilität ab und an mal anspringt, sondern nur deiner eigenen Entscheidung, wie groß du das Risiko machst. Und so als ganz kleine Faustregel, wenn wir eine niedrige Volatilität haben und du willst permanent Volatilität verkaufen, dann würde ich eben nicht viel mehr als zwischen 0,5 und vielleicht maximal 1% vom Konto Risiko pro Trade eingehen. Das heißt, wenn du ein 10.000er Konto hast, dann würde ich nur Optionen verkaufen, die mir vielleicht nur 100 Dollar bringen. Also eine dann, ne? Eine Option, die mir 100 Dollar bringt oder zwei, die 50 bringen, um den Hebel nicht zu groß zu machen. Umgekehrt ist die Volatilität extrem angestiegen, also ist eben der VIX beispielsweise jetzt bei 30, 40 oder 50, dann würde ich auch schon mal bis auf 2 oder 3% gehen, aber das ist die absolute Ausnahme und es wird Jahre geben, wir hatten 2017 so ein Jahr, wo du kein einziges Mal so einen Trade mit hohem Ertragspotenzial eingehen kannst.
Ja, weil viele denken, das ist hohes Risiko. Nein, das ist nicht. Das ist hohes Ertragspotenzial. Also wenn die Vola explodiert ist, na klar, musst du sie verkaufen. Das wird aber nicht jedes Jahr zutreffen. Und das wiederum, und das ist jetzt der abschließende Satz und die abschließende, das Abschließende, was ihr aus diesem Video mitnehmen könnt. Deswegen ist es auch unrealistisch zu sagen, ich verdiene jedes Jahr 30%, 40%, 50% mit dem Verkauf von Volatilität. Wer sieht, dass es das in den letzten Jahren gegeben hat, ne, und das hat es gegeben, wer zum Beispiel immer einfach long war den SVXY als Beispiel, ne, oder den XIV, wer das gemacht hat, der hat in den letzten Jahren tatsächlich jedes Jahr zwischen 30% und 40% Rendite erzielt, bis eben dann der eine Tag kam, wo das Geld mit einem Schlag weg war. Und hättest du hier entsprechend mit geringerem Risiko gearbeitet, dann hättest du vielleicht an so einem Tag 20% verloren. Das wäre ärgerlich gewesen, aber du wärst im Game, könntest weitermachen. Und das ist in allen Trading-Entscheidungen immer der allerwichtigste Punkt, dass du jeden Rückschlag haben darfst, aber dieser Rückschlag muss immer oder darf immer nur so groß sein, dass du weitermachen kannst. Wenn du mal 80-90% verloren hast in deinem Konto, dann brauchst du nicht mehr weitermachen. Das wirst du auf absehbare Zeit nicht herausholen können und dann bist du quasi mit dem Konto broke. Und das macht natürlich keinen Sinn. So, ich hoffe also, ihr könnt hier wieder was für euch mitnehmen, für euer Handel mit Optionen. Ihr seht, viele Dinge sind, wenn man sie mal durchdenkt, auch relativ simpel. Optionshandel wird von vielen viel zu kompliziert gemacht. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinungen dazu. Und ihr seht, wenn ihr mir gute Fragen hier stellt, dann nehme ich die auch sehr, sehr gerne auf und beantworte sie, weil ihr seid immer noch die allerbesten Ideengeber hier für diesen Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch hier wieder. Das wird dann am Mittwoch sein. Bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.